Da wird dann auch nochmal nachgetreten hier vom Gegner. Schaut euch das an und das lässt Boris nicht auf sich sitzen. Pablito zieht einfach mal von da ab und er muss da drin sein. Und oh, das ist doch eine Kopflos, der arme Junge. Da gibt es ein bisschen Stress. Wenn es Stress gibt, ist Musti natürlich der Erste, der angetanzt kommt und will auch. Yo! Was geht ab, Freunde? Fünfter Spieltag. Heute auswärts gegen Lindorf. Ja, letzte Saison sah nicht ganz so gut aus, aber 7:0 letzte Saison. Aber das ist Vergangenheit. Heute drehen wir um. Gebt euch einfach mal die Tabelle, wie es gerade aussieht. Wir sind Maschallah. 7 Punkte schon. Boah. Und wir stehen sogar über Lindorf. Das heißt, wenn wir heute gewinnen, dann sieht richtig gut aus. Wir müssen heute punkten. Wir müssen eigentlich punkten, auf jeden Fall. Wenn wir oben weiter mitspielen wollen. Aber es sieht gut aus, Leute. Die Mannschaft ist überhaupt nicht fit. Die Hälfte ist krank, Hälfte verletzt. Von der Startelf sind, glaube ich, schon 3 Leute oder so angeschlagen und wir haben insgesamt nur 3 Auswechselspiele oder so. Es wird ein Krimi, Leute. Wir kommen über den Kampf, Leute. Wir wärmen uns jetzt erstmal auf und dann gleich beginnt das Spiel. Let's go. Okay, let's go. Wir spielen heute auswärts gegen Rot-Weiß Lindorf. Das sind hier die Roten. Und wir sind die Weißen. Die Gegner haben natürlich mal wieder keinen Schiri organisiert bekommen. Deswegen hat der Willi vom Wurstbudenstand gepfiffen. Und jetzt hier Melis erste Aktion im Tor mit einem Bowling-Abwurf direkt zum Gegner. Wow. Scheinbar hat Meli heute wieder einen guten Tag erwischt, aber der Gegner trifft das Tor zum Glück nicht. Jetzt muss die Baba hier beim Freistoß. Noch hat er das Trikot an. Der Ball kommt hoch rein, aber kann direkt geklärt werden. Wir befinden uns jetzt hier in der Rückwärtsbewegung, denn wir wollen natürlich nicht ausgekontert werden. Da laufen nicht allzu viele mit von unserer Mannschaft, aber ey, da reichen ja auch nur ein paar wenige. Süle steht jetzt hier. Ich krieg jetzt den Ball, fall dabei fast noch rum und Süle kann ein bisschen Kontrolle reinbringen. Bam. Matze jetzt hier am Ball schaut, wem er spielen kann und entscheidet sich dazu, dem Gegner zu spielen, aber nur um dann natürlich mal zur Grätsche ansetzen zu können. Augen zu, meine Freunde, denn unser Torwart ist wieder am Ball. Meli spielt einen grandiosen Ball direkt in die Füße vom Gegner, aber Loco, unser Kampfschwein, rückt danach und kann den Gegner gut stören. Der es dann aber noch schafft, den Ball überall zu pfeffern, ey. Da war mehr drin, Jungs. Backpfeife. Meli jetzt mal mit einem etwas weiteren Ball da. Boris steigt jetzt so zum Kopfball. Was eine Bestie, Pablito am Ball. Und Boris, er sneakt sich da wieder die Pille. Er spielt jetzt hier einen grandiosen Ball in die Spitze. Da lauert Matzel, der in Arjen-Robbenmann hier vorbeigeht, abzieht und oh, da fehlt nur eine Haaresbreite. Ey, Holzi, erinnerst du dich eigentlich noch an das 50 Meter Gegentor? Ja, meinst du auch das, was Meli damals kassiert hat, oder? Aber da hat er ja daraus gelernt. Ja, sollte man meinen, dass man daraus gelernt hat, nicht zu weit vom Tor zu stehen. Ach du Schande. Und es steht 1:0 für Lindorf mit einem 30 Meter Banger. Wir müssen jetzt hier wieder einem Rückstand hinterherlaufen, aber das sind wir ja gewohnt. Denn freitagabends laufen wir auch immer den Frauen hinterher. Ei. Süle spielt den Ball jetzt hier auf Matzel, der lässt auf mich klatschen. Ich gehe ein bisschen, sehe da Pablito. Pablito steckt ihn durch auf Boris, aber der kommt nicht mehr so ganz hinterher. Schade. Meli jetzt hier mal mit einem Ball, der sogar über die Mittellinie kommt. Vom Kopf des Gegners prallt der Ball zu mir. Ich spiele ihn da gediegen auf Pablito. Pable am Ball, der spielt den Ball jetzt auf Boris, die Bestie, der direkt nochmal zu Spidey und der ist ein bisschen alleine, ja, da kann man auch nicht mehr so viel machen, geht nochmal hinten rum, nimmt den Loco mit, Loco spielt nochmal auf Boris, das sehen wir nicht, Boris spielt nochmal auf Uwe zurück und Uwe hat einen Geistesblitz, Uwe! Spielt den Ball nach vorne, aber Matze liegt da am Boden und... Was soll ich sagen, Bruder? Linseneintopf jetzt hier mit einem Einwurf auf die Nummer 12, das ist der Torschütze, auf dem Weg zum zweiten Tor, aber nicht mit Holzi, der macht ihn auch noch kurz frisch. Und spielt jetzt den Ball hier zu Süle. Süle spielt jetzt den Ball auf Musti. Und Musti aus Mordor hat jetzt hier die zündende Idee und zündet den Ball auch mal nach vorne direkt zum Gegner. Aber Uwe kann den Ball auch mal annehmen. Lindorf jetzt über außen hier am Angreif, schießen den Ball rein. Aber mit meinem Eier kann ich den Ball klären und abge. Ja, dreht sich einfach in die andere Richtung und ist hier vorbei. Holz hat so viel Eier, dass er hier einfach ein bisschen tanzt und alle Gegner hops nimmt. Abge entscheidet sich jetzt dazu, die Seite zu wechseln. Bitte nicht Meli am Ball. Der Gegner versucht das Spiel jetzt hier aufzubauen über das Mittelfeld, aber wir stehen gut, da ist kein Durchkommen. Deswegen versuchen sie es mal mit einem hohen Ball, ja, aber den kann
Uwe hier abfangen. Er spielt ihn jetzt zurück auf Musti. Und Musti jetzt mit einer 120 Kilo Körpertäuschung geht am Gegner vorbei und schlägt den Ball lang auf Boris. Der ist auf und davon. Boris jetzt vom Torwart und der Pfeffer. Ja. So weit zu ein. Golasso, 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 Golasso. Boris mit seinem zweiten Saisontor. Ich kauf mir ein Trikot von dem. Ihr denkt eben, der Fehlpass lag an Melis schwachem Linken? Nee, nee, der Junge kann auch mit rechts keine Pässe spielen, ja? Ecke für Lindorf, aber Holz. Naldo ist da und klärt den Ball. Matze befördert die Pille jetzt einfach mal nach vorne. Ey, der Ball ist länger in der Luft als eine Boeing 737. Alter, der ist immer noch nicht auf dem Boden. Aber da ist Matze schon wieder da und der holt den Ball jetzt einen runter. Ich meine, der holt den Ball runter. Und ich bin wieder da. Spiel den Ball auf Boris. Boris, die Bestie. Zu Loco! Musti übernimmt jetzt hier schon die Abstöße für Meli. Du weißt, dass du in der Kreisliga bist, wenn der Innenverteidiger schon die Abstöße übernimmt. Ja, hier ist jetzt ein bisschen Gewusel, da wird gegrätscht. Boris ist jetzt auch am Boden. Und da wird dann auch nochmal nachgetreten hier vom Gegner. Schaut euch das an und das lässt Boris nicht auf sich sitzen. Ey, der hat nicht unsere Spieler zu treten. Und mit Boris der Bestie würde ich mich nicht anlegen. Aber in welcher Liga sind wir nochmal? Kreisliga C! Achso, ja, danke dir. Der Gegner verliert jetzt hier den Ball, denn Loco passt auf wie damals in der Schule und spielt den Ball jetzt auf Holzi. Der täuscht da kurz an, aber legt ihn dann rüber auf Abge. Hä, und Abge macht die Meter, spielt jetzt den Pass auf Boris. Der lässt direkt klatschen auf Pablito, der geht super vorbei, spielt den Ball nochmal auf Boris. Nope. Der versucht es mit dem Dicke. Lindorf versucht wieder zu kommen, aber wir stehen defensiv so Bombe, dass Loco hier wieder den Ball hat. Er legt ihn jetzt auf Pablito. Der guckt ein bisschen und spielt ihn zurück auf Holzi. Und ich hab den Überblick und spiele einen De Bruyne-ähnlichen Pass raus auf Matze. Aber der Schiri entscheidet auf Abseits. Hä? Was ist denn jetzt hier los? War nur kein Abseits. Uwe, jetzt hier mit einem gekonnten hohen Ball auf den Gegner. Der ist wieder im Ballbesitz. Schießt dem Matze jetzt hier fast ins Gesicht, weil er eben noch seine Mutter beleidigt hat. Aber geht jetzt hier über außen vorbei. Und er kann den Ball behaupten, spielt den jetzt nach innen auf Boris und er sieht Holzi im Rückraum lauern, spielt ihn jetzt an. Holzi legt sich den Ball zurecht, zieht ab, aber der Torwart hat es leider gerochen. Hier wollen wir euch einmal die Klasse unserer Sechser zeigen. Holzi erobert hier den Ball und reißt sich dabei fast noch alle Bänder. Und Loco hat einfach diese Vision und schickt den Ball ins Nirgendwo. Linsentop versucht's mal mit Tempo, aber nicht mit Matze. Wow. Der Gegner jetzt hier mitten im Einwurf, aber das ist natürlich kein Problem für unsere Defensive. Zap, zarab ist der Matze da am Ball. Wird jetzt hier aber vom Ball getrennt und da schiebt ihm ganz anders in die Birne. Und er springt da hinten dem Gegner in die Beine, der wird kurz zum Basketballer. Und da gibt es ein bisschen Stress. Wenn es Stress gibt, ist Musti natürlich der Erste, der angetanzt kommt und will auch mitmachen. Wir wollten das natürlich jetzt hier in einem Boxkampf klären. Ja, wir hatten alle schon Lust zu prügeln, schönes Match hier. Haben das auch versucht mit dem Schiri abzusprechen, aber der hat gesagt, komm Jungs, lass uns erstmal hier weiter Fußball spielen. Und dann haben wir auch damit weitergemacht. Aus einem mir unersichtlichen Grund gab es dann hier Freistoß, den konnte Boris aber per Kopf klären. Und das war's auch schon mit der ersten Halbzeit. In der Pause haben wir uns nochmal das letzte Spiel gegen den DSC angeguckt und da ist dem Süle eine Idee gekommen. Er schleicht sich hier jetzt nämlich zum Ball und probiert auch einfach mal mit dem 50-Meter-Tor, aber kommt nicht mal bis zum 16er. Musti macht hier mittlerweile die kurzen Abstöße. Danach ist Herr Meli auch schon zu schwach für. Und Uwe, der geht hier in Messi-Manier. Täuscht an, geht am ersten Spieler vorbei. Am zweiten ist er vorbei und spielt den Ball jetzt raus zu Spidey. Ich weiß natürlich, ich habe keine Chance, deswegen lege ich den Ball wieder zurück auf Uwe. Aber der verdaddelt da leider den Ball. Und jetzt geht's da ganz schnell Nummer 12 wieder am Ball. Der Torschütze zum 1:0. Der zieht schon wieder ab und trifft die Latte. Da hatten wir Glück, ey. Abgespielt er jetzt auf Außenball auf Matze. Mit einer einfachen Körpertäuschung macht er hier alle nass. Er macht einen richtig guten Job auf Außen, ja. Und jetzt ist das Nagetier im Lauf und geht. Und Boris kriegt jetzt hier den Ball. Der nimmt Spidey mit. Ja, der Ball kommt nicht so ganz nah, aber Spidey kann sich da auch behaupten. Spielt zurück auf Boris. Und Boris ist gedanklich jetzt aber in der Unterwelt. Sieht niemand außer Loco, der da vorne in den 16er läuft. Der Ball titscht auf, aber irgendwie können die Verteidiger ihn dann doch noch klären. Elfmeter. Aber dafür gibt es jetzt eine Ecke für uns. Sie bringt Pablito einfach mal flach rein. Er kann geklärt werden, aber Holzi schnappt sich die Pille und spielt sie wieder raus auf Pablito. Pablito versucht jetzt hier irgendwas gegen die Gegner und fällt dann auch einfach mal um. Boris, die Bestie aus der Unterwelt, bringt jetzt hier einen Freischuss. Den kann der Gegner per Kopf klären. Aber Holzi versucht es hier mit einem Volley. Ah nee, das ist der türkische Holzi. Der ist jetzt auch auf dem Feld. Jetzt muss Süle da der Pille hinterherlaufen. Er nimmt da den Gegner hops und befördert den Ball wieder nach vorne.
Ecke Boris. Aber Süle kommt leider nicht hin, sodass der Spieler von Linseneintopf den hier klären kann. Matze zeigt jetzt hier einmal seinen Perfect Touch 2. Die wollte auch nochmal seinen Touch zeigen. Und der Ball ist jetzt hier in unserer Hälfte unter Bedrängnis. Aber Spidey rückt danach und nimmt direkt den Ball hier ab, ey. Und spielt den Ball jetzt raus zu Pavel. Pavel täuscht nochmal an. Und Pavel nimmt nochmal Musti mit. Der Ball springt zu Loco und der behauptet hier den Ball super gegen den Gegner und spielt ihn raus auf Matze. Matze Linio legt ihn zurück auf mich. Spidey jetzt am Ball, spielt den Doppelpass hier mit Matze, läuft direkt nach vorne und wird jetzt hier komplett aus dem Leben geschallert. Ey, da hatte ich schon Angst um den Jungen, dass er nicht noch ins Krankenhaus muss. Aber mir geht's gut, Bruder. Aber der Gegner wollte mir nicht Ball geben, obwohl Freistoß war. Ohne Sinn. Wir kommen langsam wieder in den Flow, finden zu alter Stärke zurück und zwingen jetzt hier dem Gegner unser bewährtes Tiki-Taka-Brotato-System auf. Ja? Damit kommt er gar nicht zurecht und ich spiele jetzt nochmal hier den Ball zurück auf Süle. Dadurch öffnen sich die Räume für Abge, der da vorne einen Creeper gesehen hat, wo er direkt hinmarschiert. Er legt jetzt den Ball auf Pablito und Pablito zieht einfach mal von da ab und er muss da drin sein. Der Torwart kommt gerade noch so dran. Das wäre einfach das 2:1 gewesen. Mit den Fingerspitzen rettet. Pablito spielt jetzt hier eine schwache Ecke zum Gegner, den Köpfe raus, aber Yunus Abi, aka der türkische Holz, die macht den Ball jetzt hier nochmal scharf, der kommt gut und Süle kommt da zum Kopfball, aber Köpf leider daneben. Boris die Bestie, unser Torschütze zum 1:1, verlässt jetzt hier den Platz und dafür kommt unser Snusio-Part Siggi. Den habe ich morgens vorm Spiel noch angebettelt, dass er unbedingt kommen muss, obwohl er krank war, denn ich wusste, ohne ihn wird's schwer. Yunus mit dem türkischen Zauberfuß bringt er jetzt hier den Ball auf Pablito, der ist komplett frei, nimmt den Ball super an, aber vergisst leider zu schießen und damit ist die Situation auch schon wieder zu Ende. Unsere Einwechslungen haben auf jeden Fall frischen Wind reingebracht, Matze spielt den Ball auf Pablito und er gibt ihn dem Matze direkt wieder zurück und der jetzt mit einer Zauberflanke da! Und Siggi netzt das Ding ein, keine 5 Minuten nach seiner Einwechslung und schon trifft der Hund schon wieder, ey. 2:1 Führung ist wieder da. Linseneintopf jetzt hier unter Druck. Sie müssen hier den Ausgleichstreffer erzielen und unter Druck können sie nicht arbeiten. Holzi täuscht an, sodass Loco den Ball erobern kann und der macht jetzt die Meter. Und Loco Flucki nimmt jetzt hier nochmal den erkälteten Siggi mit und ja, der zeigt euch mal einen schönen Pass. Da sieht man wirklich noch, der Junge ist noch angeschlagen. Meli jetzt hier mit einem klasse Abwurf und Lindorf war am Bröckeln, sodass wir spielen konnten, wie wir lustig sind. Muss jetzt mit dem Außenrisspass durch die Mitte auf Loco, der den Ball auf Pablito spielt. Und Pavel hat die Übersicht und spielt da den Ball raus auf Yunus. Und Yunus nimmt den Ball gut an, macht er den ersten Spieler last, nur um dann nochmal an ihm vorbeizugehen. Ja, er ist wirklich ein Dribbel-Liebhaber und ja, flankt dann wieder mal zum Torwart. Würstchen-Eintopf jetzt hier am Ball, über die Nummer 16 läuft das Spiel. Der zieht da in die Mitte und spielt da jetzt den Stürmer an. Ui, das sieht gefährlich aus. Ja, hoffentlich wird da nichts raus. Und Süle kommt da jetzt nicht mehr rechtzeitig hin. Und der Ball tropft an den Pfosten. Und der andere Spieler schiebt ihn da noch rein. Abseits verdächtige Position. Das muss doch abseits sein, Freunde. Aber der Willi Würstchen Standbudenmann gibt das Tor. Das heißt für uns alles wieder nach vorne. Wir wollten unbedingt diese 3 Punkte. Süle schlägt den Ball. Matzel nimmt den super an. Und Matzel wechselt komplett die Seite. Und Yunus mit seiner Zwangsneurose muss natürlich wieder ins Dribbling erstmal gehen. Bringt den Ball jetzt scharf rein. Der Verteidiger kann ihn klären. Abgeschießt doch, aber kommt nicht richtig an den Ball. Nein! Das ist es nicht. Und bei einem 2:2 kurz gegen Ende kann man auch mal wieder so einen Abwurf auspacken. Direkt zum Gegner. Ach komm, mach die Scheiße da jetzt aus. Kein Bock mehr, mir dann anzugucken hier. Aber Freunde, Holzi hatte noch einen Friseurtermin. Deswegen kam Boris jetzt wieder rein. Loco jetzt hier am Ball, ja, gedanklich schon beim Football, war am Überlegen, ob er den Ball in die Hand nimmt, bleibt er einfach mal stehen und macht kurz einmal gar nichts, ja, der Gegner spielt einfach weiter, aber zum Glück gibt es hier noch das Foul, gegen uns. Es war Zeit, unsere Geheimwaffe Majos Mr. G einzuwechseln, der heute keinen Bock auf Torwart sein hatte. Ja, der Meli hat das ja auch gut gemacht, ne? Vor allem die Abwürfe haben mir gefallen. Aber jetzt muss der Majos das dann noch im Sturm regeln, denn wie gesagt, wir wollen die 3 Punkte und da geht der Majos auch direkt los auf den Ball wie ein wild gewordenes Wildschwein. Der Gegner lässt sich jetzt zerfallen und Majos findet das ganz und gar nicht gut.
Und, oh, das ist doch eine Kopflos, der arme Junge. Da ist doch fast noch das Auge rausgeflogen. Hat er eine Kopflos gegeben? Nach dieser Oscar-reifen Performance von Mario sind nicht nur die Fäuste geflogen, sondern auch die gelben Karten. Wir konnten froh sein, dass niemand vom Platz geschickt wurde. Und auch die gesamte Auswechselbank samt den ganzen Fans wollten sich prügeln. Wenn du so viel... Der Gegner will's jetzt hier nochmal wissen mit dem Angriff, aber Boris kriegt die Beine zu, anders als die ein oder andere Dame auf der Straße. Wenn sie den Holzi sieht, was? Und Boris macht hier die Meter, spielt jetzt einen Pass in die Spitze auf Sigi, der kommt da leider nicht mehr ganz hinterher. Aber ey, das ist doch ein Rückpass, 11 Meter! 12 Meter! 13 Meter! Ey, gib doch irgendwas, Schiri! Oder gib direkt 3 Tore für uns. Das könnte jetzt unsere letzte Chance sein auf die 3 Punkte. Marius und Musti stehen da bereit zum indirekten Freistoß. Und die Jungs haben sich da was überlegt. Marius tippt jetzt hier den Ball auf und Musti schießt an den Donnich auf Jonas und Jonas. Ach, verzieht! Und der geht da sogar in Seiten aus. Oh, Bruder. Wir haben uns noch ein bisschen reingeholt. Ja! Halt's mal da hinten! Komm, auswärts ungeschlagen! Was sagen wir überhaupt? Ja, ja, ja. 1, 2, 3, Papagayo! 1, 2, 3, Papagayo! Ey, nächsten Freitag im Gallo, wir wollen euch alle da sehen. Let's go! Okay, also Fazit, wir haben alles gegeben. Wir werden mal gucken, ob dieses eine Tor von Lindorf abseits war. Wenn ja, dann sehr bitter. Wenn nein, dann okay, haben wir das Beste noch gemacht. Ein Punkt ist da und Holzi hat das letzte Wort. Wir geben jetzt direkt mal hier noch Autogramm, wenn ich den Stift aufkriege, seid ihr live dabei. Boah! Boah, guck mal! Boah! 5 Euro, geil! 5 Euro! Schaltet wieder ein bei dem nächsten Video, haut rein, Leute!